Erinnert ihr euch an die Flotte, die wir in der letzten Mission nicht verlieren durften? Nun, die haben wir verloren, also müssen wir eine Flotte stehlen. Zum Glück sind wir schon mit einigen Dieben vor Ort, aber zuerst muss einer davon es zurück zum Startturm schaffen, um Bescheid zu sagen, dass es eine Flotte gibt, sonst wäre es ja zu einfach. Es ist also Zeit für eine weitere Infiltration. Wir starten mit 8 Dieben, bewegt diese an der südlichen Küste entlang, lasst aber einen Dieb am ersten Schiffswrack zurück, das ihr seht. Sobald ihr die Ecke erreicht habt, speichert ihr und bewegt eure Gruppe über die Landbrücke. Das kann etwas tricky sein, da die KI entweder Schwertkämpfer wie zielsuchende Raketen zu Spezialisten auf ihrem Land schickt oder ihre Soldaten so auf beiden Augen blind sind, dass eure Diebe sie sogar gefahrlos berühren können. Es hilft auch nicht, dass euer Sichtradius so begrenzt ist und es dadurch schwer ist abzuschätzen, wann die Luft rein ist. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, befinden sich nun 7 eurer Diebe auf einer neutralen Insel mit 2 Nahrungslagern. Im Osten befindet sich ein abgetrennter Turm, zu dem immer wieder Soldaten laufen. Achtet insbesondere auf die L3 Schwertkämpfer, die einzeln dorthin laufen. Genau neben dem Gebiet um den abgetrennten Turm ist eine weitere Landbrücke nach Norden, die ihr durchqueren müsst. Das ist nochmal tricky, hier hilft eigentlich nur Timings auswendig lernen. Laut Brainsworth sind 6:45 und 12:50 gute Zeitfenster, ich kann aber selbst mit perfekter Sicht nur noch 12:30 ein Zeitfenster bestätigen, in dem sich keine Soldaten in diesem Bereich befinden. Safe Scumming ist hier euer bester Freund. Lasst vielleicht auch ein oder zwei Diebe an den Nahrungslagern zurück, um das Gebiet beobachten zu können. Sobald ihr euren Startturm erreicht, müsstet ihr eigentlich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Zum Glück haben wir aber einen Dieb zurückgelassen, der nur den Weg vom Wrack zur Bucht zurücklegen muss, um die Schiffe dort zu übernehmen. Es ist aber wichtig, dass der Dieb am Schiffswrack und nicht in der Bucht wartet, da die Karte versucht schlauer zu sein als wir und alle Diebe in der Bucht tötet, wenn die anderen Diebe den Startturm erreichen. Mit der übernommenen Flotte können wir die Soldaten auf der nördlichen Insel abholen und zum Startturm bringen. Anschließend machen wir einige Pioniere und bringen sie wieder zur Bucht. Von dort aus müssen sie den Weg, den die Diebe zur Lagerinsel genommen haben, zurücklegen. Das ist diesmal noch etwas schwerer, da Pios Schwertkämpfer ebenso magnetisch anziehen, aber nicht den Sichtradius von Dieben haben. Mit euren Pionieren müsst ihr dann nur noch das Nahrungslager erobern. Wenn da noch alle eure Schiffe beim Startturm sind, habt ihr diese schreckliche Mission auch schon hinter euch.